Michael Liniger, jetzt geht es zum zweiten Mal in 24 Stunden gegen Davos. Was kann man am Kloten Spiel noch verbessern, dass es morgen auch wieder klappt? Ja, wir haben schon heute ein paar Mal Probleme gehabt, wo sie sehr ein aggressives Vorchecking gemacht und ein hohes Tempo sind gegangen. Und wir müssen schauen, dass wir einfacher in der eigenen Zone spielen, wo möglichst schnell mit der Scheibe wieder aus der eigenen Zone kommen. Und in der Mittelzone haben wir heute ein paar Mal Querpass gehabt, wo wir uns nicht können leisten gegen so ein gutes Team in Davos. Davos ist eine Macht daheim. Sie haben nach 60 Minuten noch nie 3 Punkte abgegeben. Wie sehen Sie die Chance, dass es morgen für Kloten gelingt? Ja, wir werden es sicher probieren. Wir probieren unser Spiel noch zu steigern, im Gegensatz zu heute Abend. Und ich glaube, wir haben unsere Chancen. Wir sind Leader, wir sind gut drauf und wir können auch in Davos gewinnen.